So wie jeden anderen Tag auch, ist es wichtig jetzt zu denken, dass aus dem endlosen Ozean von Leiden alle Lebewesen zu befreien sind. Dies ist das Ziel, was ich in meinem Herzen fasse, weshalb ich mich jetzt entschließe, dem Dharma, dem verlässlichen Dharma zuzuhören und ihn in mein Leben zu integrieren.弄弄也没弄下风吧，啊，算了，他弄那个，等一下吧，啊，算了，他弄弄也没说的，这当个更做不成的，对的，对，他弄弄弄完，弄完了再弄我了，到现在呢，弄完了，弄弄我了，懂吧？现在弄弄双手就会给训练进去，跟着在去把烫起。 Erscheinen und doch leer, ununterscheidbar. Anschein, leer, sein, ununterscheidbar. Diese beiden sind wie leerer Raum. Im Bewusstsein gibt es keine Mitte und keine Randbegrenzung. Die Leute von Dingen. So, dies bezieht sich auf alles, was erscheint, den gesamten Anschein dieses Lebens, dieser Welt, alles, was dem Anschein nach vorhanden zu sein vorgeht und was doch bei näherer Prüfung sich erweist als leer von Essenz. Das ist hier gemeint, die Ununterscheidbarkeit von Anschein und Leersein. Leerer Anschein. Leere Anschein sind alles, was in unserem Leben und in dieser Welt auftaucht, wenn es erscheint, klar und deutlich, und indem es erscheint, sagt man natürlich, das ist das Wichtige daran zu erkennen, im Moment, wo es erscheint, in jedem Moment, wo es erscheint, wo der Anschein besteht, ist doch dieser Anschein leer von Substanz. Das ist die Ununterscheidbarkeit, die Untrennbarkeit oder die Einheit von Anschein und Leere. Leere Anschein. 他弄东西是那边各个在那家里，赶紧天天拿上东啊，弄东啊，他拿上做三个我东吧，容易啥吧？第二天呢，天天，弄东西没，弄个东吧，他拿上做三个大了，大些的呢，我东吧，也不能买吧，卡多用买吧，天天讲啥吧？这他刚来用马上不给吃的了，这边呢弄个大的些，拿上做三个。 Wenn wir uns nun all das angucken, was unser Leben, unseren Erscheinungen beschert, was so dem Anschein nach wahr und gültig ist in dieser Welt, so dieser gültige Anschein, der Anschein von Gültigkeit, der leer ist von Substanz, woher kommt der? Woher kommen all diese leeren, dieser leere Anschein? Er scheint aus Bewusstsein. Bewusstsein selbst hat auch keine Essenz. Da lässt sich nichts fassen und greifen. Bewusstsein ist klar, präzise, doch leer von Substanz. Und dieses Leersein, dass da nichts greifbar ist, ist hier verdeutlicht durch das Beispiel von offenem Raum, leerem Raum. Und ich sagte noch, dass das Bewusstsein angeht, wir eben darin nichts finden. Selbst wenn wir suchen nach Farbe und Form oder Gestalt, es lässt sich da nichts greifen. Das eben ist das Anzeichen dafür, dass Bewusstsein leer ist von Substanz. 跟着咱们去，那统计了，咱们恰不着，人呢，赶紧去恰不着，那跟着咱们去，我担保嘛，对吧？东北人吧，对呢。
Bewusstsein kennt nicht Mitte noch Randbegrenzung. Heißt, nichts Fassbares ist darin, Bewusstsein ist leer davon, Substanz und Einheit zu sein. Und in dem Sinne durchdringt Bewusstsein alles. Es hat keine Begrenzung, wo man sagen kann, dass es aufhöre. Alles, was dem Anschein nach in diesem Leben wahr und gültig ist, was erscheint, was leerer Anschein von Leben und Welt ist, ist geprägt von derselben Eigenschaft, leer zu sein, wo sich nichts darin finden lässt. Deshalb genau das Bewusstsein leer von Essenz durchdringt, also Bewusstsein, alles in diesem Leben. Alle Erscheinungen dieser Welt, die dem Anschein nach gültig sind, sind durchdrungen und enthalten im Bewusstsein. Dasselbe gilt auch für das Bewusstsein anderer Lebewesen. Auch deren Bewusstsein ist ohne eine feste, greifbare Substanz. Keine Mitte, keine Randbegrenzung. Und gleichermaßen wie mein eigenes Bewusstsein leer davon, dass irgendetwas fassbar wäre, durchdringt so Bewusstsein, das keine Grenze kennt. In diesem Sinne alles, auch den Geist anderer Lebewesen. So wie es ausgedrückt wird in den Unterweisungen von der Chö-Übung des Durchtrennens, man sende sein Bewusstsein in den freien Raum, vermische es mit dem freien Raum. Und wo immer sich Raum hin ausdehnt, da ist auch Bewusstsein. Und wo immer Bewusstsein ist, da ist auch Dharmakaya. Diese Unterweisung im Rahmen dieser Chö-Übung weist auf dieselbe Tatsache hin, wie hier genannt, das Bewusstsein frei ist von Mitte und Begrenzung. Haben wir da zum Beispiel jemanden, der krank ist? Einen Kranken, den wir gerne nützen möchten. Unsere Wunschgebete, unsere Fürbitte und auch unsere Übung, unsere Meditation. Weil das Bewusstsein des Kranken in sich leer ist, keine Substanz hat, ist es genau wie mein eigenes Bewusstsein, das auch keine Substanz hat. Deswegen sind wir von gleicher Bauart. Deswegen kann das, was ich in meiner Übung bewerkstellige, jemand anders von Nutzen sein. Das gleiche gilt für die Lebewesen in dem Zwischenzustand, Bardo-Wesen. Auch deren Bewusstsein ist leer von greifbarer Substanz, wie mein eigenes, weshalb ich in der Lage bin, ihnen zu helfen. Und ebenso in den Höllenbereichen. Die Lebewesen in den Höllenbereichen erfahren Nutzen durch meine Übung, weil ihr Bewusstsein auch in sich leer ist wie das meinige. Ah,
Temba jemi gimu melu na tela chongcha ni so tengre ma ta chongcha ni bo gong so ni de kali de gong temba yuwa me ba temba jemi bo gong temba jemi do yo kali so ma ni na temba ta ni ma yin ma ta ta yong to ma na ro de le sang bo ba ta ba ta yin do do yin so na yong ka pye la chu ken yin yong do ken ken de yong san na ti ta ge よんてしりでよんやんどんよんかってらけけんけどかってらけけんよんあのさんちょっとだけどてりてりゴンてらけんばゆみでなんだわたあじゃんぼか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 
wenn du nur zum Tun kannst, kann sie bei Jobba tanzen. Dann hat sie ihren Namen genommen. Ich habe die Hege Tage gedacht, und das ist Tafan da, wo ich war. Und dann hat sie ihren Namen. Bitte, dann da, warum sind wir die Kato, die Namen sind wir da. Ja, das Bild, das Beispiel, was dafür gebraucht wird, für diesen Vorgang, wo man immer wieder auf sein Bewusstsein schaut, dann abgelenkt wieder darauf schaut, der wird verglichen mit der Schönen, die auf ihrem Spiegel blickt. Und wie wir alle wissen, haben Frauen auch Spiegel bei sich, und gerade die jungen Mädchen sind ganz versessen darauf und haben diese kleinen Spiegel bei sich. Und bei jeder Gelegenheit prüfen sie, ob das Make-up noch richtig ist oder der Lippenstift nicht verwischt oder ob sie nicht vergessen haben, den Lidstrich aufzutragen. Und all diese Kleinigkeiten werden ständig überprüft. Bei jeder Gelegenheit ist ein Blick auf den Spiegel recht. Deswegen ist es das Beispiel dafür, wie man bei jeder Gelegenheit immer wieder auf sein eigenes Bewusstsein schauen kann. So was tibetische Frauen angeht, sagt der Buddha, haben sie so eher die Vorstellung, dass das Weiß, die weiße Körperfarbe, die schönere sei. Natürlich gibt es da eigentlich keinen Grund, warum die eine Farbe schöner als die andere ist. Essentiell sind sie alle gleichwertig. Aber wie die Dinge also liegen, wird im Osten, besonders in Tibet, sagt er, wird eben die Vorstellung gepflegt, dass die weiße, bleiche Hautfarbe so unvergleichlich viel schöner ist. Wir alle wissen, dass das hier im Westen genau andersrum ist. Hier gehen wir mit unserer Freundin pausieren. Und haben wir hier auch die Angewohnheit, unsere Lippen rot zu färben, weil das besonders schön sei. Tibet weiß man davon nicht so viel, aber man schätzt die roten Flecken auf den Wangen. Bringen sich die Frauen dann mit roter Farbe kleine rote Flecken auf die Wangen an. Wie bei all diesen Beschäftigungen muss man immer wieder prüfen, ob sie auch Erfolg hatten. Und dann und Rumpfi ergänzt noch und sagt, es ist doch komisch, wie merkwürdig verschieden unsere Angewohnheiten in den Kulturen sind. Es ist doch ein klares Anzeichen dafür, wie verwirrt unser Geist ist und wie wir an täuschenden Körperformen und Farben anhaften. Also wie wir unsere Körpererscheinung und Farbe für so wahr halten, obwohl da eigentlich nichts Wahres daran ist. Der kommt mir nur, den wir was ja, und die zweite Zeile sagt, also jetzt in Bezug auf die Situation, wo die Schöne in ihrem Spiegel blickt, dafür gibt es keine Regel. Dafür gibt es keine Regel oder Festlegung oder auch kein bestimmtes Maß. Es gibt keine Regel, die sagt, man darf nur 10-mal am Tag in seinen Spiegel schauen. Oder 15-mal oder irgend so etwas. Dafür gibt es keine Festlegung, sondern man kann in sein Spiegelchen schauen, so oft wie man mag.
gleicherweise ist man eingeladen, immer wieder auf sein Bewusstsein zu schauen. Da gibt es keine Begrenzung, warum man da nur eine bestimmte Anzahl am Tage diese Übung praktizieren dürfte. Deswegen diese zweite Zeile, die da sagt, da gibt es keine feste Regel, da gibt es keine Doktrin, die das begrenzt und einhängt. Im nächsten Vers heißt es, Gewahrsein und Lehre, ununterscheidbar. Gewahrsein und Lehre, Lehr und Gewahrsein ununterscheidbar, sind wie das Abbild im Spiegel. Darin ist kein Entstehen noch Vergehen, die Leute von denen. Ja, was ist damit gemeint? Wir haben die Möglichkeit, im Flüsse unserer Aufmerksamkeit, im Grundzustand von Bewusstsein zu verweilen. Dann taucht ein Gedanke auf. Und so werden wir uns plötzlich bewusst, dass da ein Gedanke auftaucht. Wir werden eines Gedankens gewahr. Dieses Gewahrsein, Gedanken, bewirkt, dass dieser Gedanke in sich selbst wieder zerfällt. Das ist Gewahrsein und Lehre ununterscheidbar genannt. So, das Beispiel dafür, dass Gedanken auftauchen und eben dieser Gedanken sich gewahr werdend darauf schauen, dieser Gedanke, diese Vorstellung in sich selbst zerfällt. Das Beispiel dafür ist ein Abbild im Spiegel. In der Tat taucht da was auf im Spiegel. Schauen wir in den Spiegel, sehen wir das. Da ist eine Form darin zu sehen. Unbestreitbar. Schauen wir genau hin, sehen wir sofort, dass diese Form keine Substanz hat, ein bloßes Abbild ohne Substanz ist. So, es ist so, wie wenn man als erstes den Eindruck hat, da sei eine Form darin und dann sich darüber klar wird, ach, das war eine Spiegelung. Und wie es so ist, heißt dann in der zweiten Zeile, gibt es darin kein Entstehen und kein Vergehen. Da war der anfängliche Eindruck, da taucht etwas auf im Spiegel. Dann erkennen wir, es ist nur eine Spiegelung. Also nichts wirklich aufgetaucht. Da ist eigentlich gar nichts passiert. Und wenn da nichts am Anfang entstanden ist, wie kann es dann vergehen? Vom ersten Anfang an war da nur Spiegelung, war niemals Substanz. Ist nichts passiert und dann ist halt auch nichts vergehen und verschwinden.
Jetzt kommt jemand. Der Dung sind nicht anlangen. Der hat nur so ein bisschen. Der Dung ist der Dung. So war der Warte. Da der war Mundrau und Mungo. So war der Warte. Du musst ja Mundrau und Mungo. Dann war so war der Warte. So war der Warte. Der Konsort ist ja noch. Die Jungen, die dort den Konsort sind. Die nächste Vers sagt: Verzückung und leer sein oder Wonne und leer sein sind nichts, was festzuhalten wäre, wie das Licht der Sonne, die auf Schnee scheint. Gibt es darin nichts zu Identifizierendes? Die Leute von Dingen. Die Grundsituation für diesen Vers ist, dass wir alle Erfahrungen haben von Freude, Wohlergehen, angenehmen Zuständen unterschiedlichster Art. Immer unter dem Eindruck, dass sie bedingt sind, seien durch äußere Umstände und Ursachen. So erleben wir unsere Freude, daher kommt die Freude durch jene Umstände ausgelöst und wir haben Freude deshalb und deshalb und deshalb wegen. Ist da aber jemand, der geschult ist in der Übung von Mahamudra? Dann ist es möglich, diese Freude im Augenblick des Auftretens mit eigenem Bewusstsein zu vereinigen, zu vermischen. Und solcher Art erweist sich diese Freude in dem Moment, wie sie auftaucht, als eine Erscheinung, die sofort wieder in sich vergeht, die leer ist, ohne Substanz, die sich befreit, ohne dass man daran anhaftet. Diese Freude also ziehen zu lassen, ohne sie festhalten zu wollen. Das gelingt jenen, die geschult sind in der Übung von Mahamudra. Normalen Menschen gelingt das normalerweise nicht, sondern wir sind diesen Erlebnissen von Freude und Annehmlichkeit ausgeliefert, als dass wir glauben, dass sie durch Ursachen und Bedingungen entstehen. So, wenn diese Erfahrung, dieses Erleben im Auftritt von Freude und Annehmlichkeit in besonders heftiger Form, dann ist dieses Erlebnis von Freude ganz klar und deutlich in uns, scheint sozusagen wie die Sonne, die sich gleisend fällt auf den Schnee und dann in diesem Licht verstrahlt. Und so ist es mit der Erfahrung von Freude, wenn sie besonders intensiv erlebbar wird. Und für jemand, der nun geschult ist in der Übung von Mahamudra, ist es möglich, auch dann nicht daran festzuhalten, sondern zu verstehen, dass diese Freude gemischt mit der natureigenen Bewusstseins nicht eine Substanz hat. Darin ist nichts festzuhalten, das ist nichts Identifizierbares, keine Substanz, sagt die zweite Zeile. Und
So jemand kann dieses Erleben von Freude ungetrübt, so wie es entsteht, dann sich auch wieder auflösen in Leersein. Ohne die Notwendigkeit daran halten zu müssen.人家我你们，就到你大家他们，不要让人家把你们都带来了，那那就带你的好运到，然后我们这个，别了，谁差我都能够带上放上，伢子，你明白的，这辈子下来变了，差不清楚跟侬，侬呢，这伢子讲，这那啥子，这大家他们，这都几百年。 In diesem nächsten Vers ist die Rede von der halluzinierten Rede und der Sprache, die wir vernehmen, spurlos verhallt sie wie der Klang des Echo. Haltet Klänge. Laut und Klang nicht für wahr, die Leute von dem Weg. All dieses weltlichen Geredes, dieser Worte, die wir meinen zu hören, und sie sind verhallt. Im nächsten Augenblick wie der Klang eines Echo. Sie sagt uns diese Zeile, wenn wir in eine Höhle hineinrufen, dann kommt dein Echo wieder zurück, aber nach diesem Echo ist es verschwunden. Da ist nichts, was auch immer übrig geblieben. Spurlos verhallt das Echo wie die halluzinierte Rede all dessen, was wir hier glauben, gehört zu haben. Haltet laut und klang nicht für wahr, die Leute von dem. Alles Gerede ist wie die Halluzination von Worten. Und das Problem dabei ist eigentlich, dass wir bei angenehmen Worten uns freuen. Und dass dann, wenn jemand etwas Unangenehmes zu uns sagt, wir uns sofort ärgern. Doch haben wir eigentlich Anlass dafür? Macht das überhaupt einen Sinn? Eigentlich nicht, denn der Klang der Worte verhallt im nächsten Moment. Haltet laut und Klang nicht für wahr. Wie ein Echo dahin sind all die Worte und all der Schall, ohne eine Spur zu hinterlassen. Wozu dann daran anhaften und sich darüber freuen oder sich darüber ärgern und es für unangenehm halten? Questions? Fragen? Ja.